Wir wollen von dir ein bisschen reden von den Wandel mit Gott. Und um das im Ding zu holen, dann nenne ich dort Feuer geh. Feuer geh. Luther war wieder nach Meier zu dem. Aber manchmal haben wir uns dort, wenn wir ein Wort haben oder ein Ding, wo uns, uns gravard hat, nicht? Dann holen wir dort immer wieder später ein Ding. So werden wir dort ein Ding holen. Feuer geh. Wenn wir denken an einen Wandel mit Gott, dann weiß man, wenn wir die Bibel anschauen, du wirst noch Mana in Frühes, wo den Wandel mit Gott haben. Durch ihr Leben haben sie das klar, sie wandelten mit Gott. Sie hatten Gott als ihr Führer, sie heuchten nur, was Gott zu sagen hat, in der Schrift und so wieder. Und sie hatten bis einfach klar, durch ihr ganzes Leben, wie Gott ihr Führer. Wir haben Söhne aus Abraham, Noah, Hiob, Samuel, David, so wie in der Fehler, die Kerbe fingen, die haben in Gott vertrauen und sie wandelten einfach mit Gott. Von Hiob schriftet so, wie wir den Bräut, wir nicht so einen Mond zu fingen als heu, oder so eng mit Gott wandeln dort. Ich kriege eine Frau, ja, bloß um uns Gedanken zu merken, was braucht wie um ein Haus zu bauen? Bis sie Geld, ist das hier Geld, nicht? Über Gegenstände. Was braucht das? Du sagst, wenn das Feuerding durch uns als ein Haus nicht vor dich. Das eint erst, wir machen einen Grund haben. Wir machen einen Lot haben. Zum Beispiel, wenn wir nicht ein Haus haben, dann denken wir vielleicht an junge Pali, die denken, sie wollen einen Tag auch ein Haus haben, erinnert haben. Was denken sie erst denn? Da machen wir einen Lot haben, da machen wir einen Grund haben, nicht? Wo wir das Haus wollen abbauen. So, das ist eins. Wir brauchen einen Grund. Wir brauchen eine Flur. Ich habe gesagt, das ist der Grund. Wir brauchen den Wein, das ist der zweite. Wir brauchen den Tag. Und wir brauchen den Möbel. Dann sind da noch viele Kleinigkeiten. Aber wenn ein von diesen Feuerdingen fehlt, dann ist das Haus nicht vorig. Ein Haus ohne Flur ist nicht vorig. Ein Haus ohne Wein ist nicht vorig. Ein Haus ohne Tag ist nicht vorig. Und ein larges Haus ohne Möbel ist auch nicht vorig. Also diese Feuerdingen, die braucht wie, um das wie ein Haus haben. Also Feuer geh, dann werden wir das hier so mal Feuer geh handschreiben. Und wir werden checken in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, like asset. Dort hast du, wo die Gemeinde mal anfängt. Dort hast du, wo Petrus anfängt zu predigen. Und die Menschen, die hier noch mit uns, dort sehen wir in Amarach der Wach. Sie haben Jesus gekreuzigt, den angebracht, und sie dachten, nun haben sie den über sie geschafft. Und nun hat Petrus hier so kommen, reden zu ihnen, dann war er dort klar, sie werden Amarach der Wach. Sie würden machen, diese Ratung annehmen, was durch Krieg passieren wird, indem dort Jesus gestorben wird, am Kreuz genäht. Gestorben und abgestohlen. Petrus hat dann dort klar da, käme dort erst gekriegt, was ihnen fehlt. Die machen dessen Jesus annehmen, aus ihnen Rada. Dann sagt er, du im 41. Fall, sagt er, der wird das Wort hier annehmen, die Leute sich taufen und werden gläubig. So, wir brauchen in ein geistliches Haus, ein geistliches Leben, wenn wir das so nennen, ein geistliches Haus brauchen wir auch Feierding. Neunt erst Glauben. Du wirst das erste davon reden. Also das Lied, wenn sie das erkannten, glauben. Sie erkannten dort in seinem Namen das Wort an, was Petrus dort zu sagen hat. Sie nahmen Jesus an als Errader. Wir können von der Worte sagen, die kommen zum Glauben. Das ist ein Ding, was wir brauchen in uns Leben. Wir müssen zum Glauben kommen. Und um zum Glauben zu kommen, dann muss wir einen Grund haben. Nicht so? Dort gibt es ja viel Glaubens in dieser Welt, in der ganzen Welt. Viele Menschen glauben an Wort. Aber viele haben keinen wirklichen Grund. Die glauben dort, der Jan, die Buddha, die glauben an Wort, Mohammedama, die glauben an Wort. Aber wirklich haben die keinen festen Grund, wo sie können abgehen. Wir haben von dir das Wort Gottes.
Dort ist so wunderbar. Die Bibel, dort ist das Wort Gottes und dort ist der Grund, durch den wir abgehen, durch den wir fast abgehen, im Glauben sein, im Glauben an Jesus Christus. Hier sind in den 42. Vers, der 41. und 42. Vers, du sagst, diese Feuer Ding Bern. Wir haben hier in 41. Vers gelesen, das sagt, they wird das ohne, they wird zum Glauben sein. Sie, die deuten wird in ihr Leben. Die sagen dort, wir sind am Arrecht der Weich, und sie hier, wir sind erst der Reich der Weich, und dann nehmen sie dort an. Dann kommen sie zum Glauben. Und wir sind am vorsten Grund. Dann wieder sagt das im 42. Vers, die bleiben beständig. Wir wollen wieder nach Meier wieder rücknehmen. Aber zum Glauben kommen, dann checken wir in Römer Kapitel 10, Vers auf, der ich 13, du sagst, die Schrift, die sagt, wer an Abend läuft, der wird nicht geschont werden. Und wem läuft? Und Jesus Christus. Wer da und läuft, der wird nicht geschont werden. Wann er kommt er darauf an, um geschont zu werden? Weil ich denke, dort ist ganz besonders um Gerechtsdach. Dann, wenn Jesus zu Gerecht kommt. Du wiesst dich dort üt, wo ein Mensch wird zu schon gehen mit seinem Glauben und wo er nicht. Und hier sage ich dort, die Schrift, die sage ich, wer an Arm läuft, nämlich an Jesus Christus, der wird nicht zu schon gehen. Der wird bestohlen bleiben. Und da sage ich, das ist kein Unterscheid, kriegen da und wohnen raus Menschen, die können alle Jesus anrauben und alle Arm annehmen aus Errada. Das sage ich im 13. Vers, wer den Nymph von den Herrn Jesus wird anrufen, der soll seilig werden. Das ist ein Versprechen im Wort. So, der soll seilig werden. Wer diesen Nymph wird anrufen. In Johannes 3, Vers 3, du sagst Jesus zu Nikodemus, wenn ich wer wird von mir geboren werden, dann kann er nicht seilig werden. Dann kann er nicht der Dreck Gottes sein. Endlich ist der Krieg diese Meinung. Jesus anrufen aus Rada, dann wird ein Mensch von mir geboren. Wenn er das von Horten kann, dann er erkennt seine Sündhaftigkeit und er raubt um Vergebung, er raubt um Gnade. Dann ist die Vergebung durch und Jesus schenkt ihm diese wahre Geburt, wo das hier in Johannes von reden wird. Und dann sagt er in der Apostelgeschichte, Feier, Vers 12, du hast überhaupt kein anderer Weg. Das sagt er, du hast in kein anderen erst das Heil zu finden. In kein anderen. So ist es sehr, in der ganzen Welt sind Menschen, die glauben, einer glaubt dort, einer glaubt dort. Aber in Jesus Christus, du hast das Heil zu finden. Die Bibel sagt, du hast kein anderer Weg. Das ist der einzige Weg, der Jesus Christus. Und wenn dort passiert ist, dann sagt er in 2. Korinther 5, 17, du sagst, wenn wer das angenommen hat, dann ist er ein neuer Mensch, er ist eine neue Kreatur. Das sagt, wenn wer in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur, dort alle ist vergangen, alles ist nie geworden. Alles ist nie geworden. Was ihr bloß in Christ kommt, geloten leben. Rache sagt, soll in Christ ganz geloten leben. Wo weh? Wenn es die Vergangenheit, der ist am vergeben, sieh, wann er in Christus ist. Wann er in Christus ist, dann ist die Vergangenheit am vergeben, to go to home. Die Zukunft, der leicht in Gottes Hand, sie, in der Gegenwart, der kann er genießen. Sie, in Christ kann ihr Leben leben. Wo wen? Wenn die Vergangenheit ist am Tegodjehon, dort sind ihr Leben, wenn er dort nur Jesus Christus gebracht. Die Zukunft, der kann er in Gottes Hand leihen, wenn er vertraut Gott, in der Gegenwart kann er genießen. Also das sind wunderschöne Dinge, wunderschöne Versprechungen habe ich da. Epheser 2, Vers 8, der ich nähe, der sagt, wir wollen nicht durch Worten gereicht. Sie dort ja von der nach sehr viele Menschen, die wollen sich die Seligkeit verdauen. Und dort sagt die Bibel, dort schafft Gott. In Epheser 2, Vers 8, werden wir mal checken. Dort sagt, wir sind nicht genoden seilig geworden. Nicht mit uns, das ist Gottes Go, Gott schenkt uns das. Nicht mit Worten, um das sich nicht wer kann, du mit Brot down oder du mit Puchen, wenn ich so Fan sein, du wen hat Gott mich angenommen. No. Das sagt in Jesaja, auch der beste Mensch mit seinen Worten, der ist für Gott so ein grieses Kleid, so ein verlümmtes Körper. Sie, wie soll es haben, für Gott nicht abzuwiesen, was Gott annimmt, sondern das ist Gnut, das ist ein Geschenk. Jesus hat dort betont für uns, nur ist dort ein Geschenk, dort wir können ein Gotteskind werden.
Also der Grund ist Jesus Christus. Und dort ist in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Du hast die Vers, und er sagt, in unserer Grund kann keinerlei. In unserem Grund kann keinerlei, bitte dem, der euch erleicht ist, Jesus Christus. Also dann wie wir uns geißelt hieß, dann haben wir den Grund. Wir haben ein Lot gekauft, habe sei. Der Grund ist Jesus Christus. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 11. Wir haben den Grund gelegt, nicht so, wenn wir sind zum Glauben gekommen. Glauben. Wenn ein Mensch ist zum Glauben gekommen, er hat das gesehen, was er hier in der Apostelgeschichte sah. Und sie sahen, dass sie leben in Arach, sie mussten Buße tun, sie mussten Jesus als Errader annehmen und sie deuten dort. Das sagt, die alle, was dort hier annehmen, das wird, die kommen zum Glauben, die mögen das ein Schrat, die wühlen sich dort. Und dann sagt das in 1. Korinther 3, Vers 11, Jesus Christus ist der Grund, diese Lieder in der Apostelgeschichte, die haben ab diesem Grund fangen sie nie an zu bühen. So, was muss ein Mensch tun, wenn er nie erst zum Glauben gekommen ist? Er hat von nie das Leben gekriegt, ist er mutig, wenn er weit sein vergangenes Leben erst erstreckt. Er hat Vergebung gekriegt. Was muss er nie tun? Sie, in den Haus, wenn der Flur ist erst geleicht, dann fehlen die Wehen. Der nächste kommen die Wehen. Und die Wehen, dort nenne ich Gottes Wort. Wir müssen mit der Bibel bekannt werden. Die Bibel, dort ist Gottes Wort. Dort vertraue ich doch, ne? So ein Mensch, der erst zum Glauben gekommen, der muss nie wiederkehren. Was fehlt mir in meinem Leben? Weil dort fehlt, dass er bekannt ist mit der Bibel, mit Gottes Wort. Du musst er bekannt mit Wort. Das sagt in Psalm 109, Vers 105, du sagst, dass das Wort Gottes dort ist ein Licht auf unseren Weg. Hört mal an, Blätterin. Das sagt, dein Wort ist ein Licht für meinen Fout, auch ein Licht auf meinen Weg. In Hüchtig sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dann verstehe ich, dass das dort, dass Gottes Wort der Brücke wie am Teweiten, wo soll wieder ein Leben aus dem Kind Gottes? Wo geziemt sich dort? Wenn du in Epheser 2, Vers 8, du sagst, dass wir können nicht durch Worten gereicht werden, aber wenn wir erst gereicht sind, dann wollen die Gute Worten über Deel kommen. Dort ja. Dann wollen die Gute Worten über Deel kommen. Nun sage ich das hier so, Gott sein Wort, das ist ein Dachetlich für meine Freude, und auch ab mein Weg wieder. So dann stelle ich mir das so fair, wir können nach Gott denken, als wir noch nicht die Elektrizität haben, die Licht an dem Brück, wie so eine Lampe muss hier sein, das ist eine Lampe. In meinem Papa, die Brück bieten dann in den Latoren. Das ist eine Lampe, die im Wind jetzt dreht. Ne? Wenn der Wind pusten wird, der pusten nicht ut. Dann brückt er die Latoren zum Stall gehen, über dem Hof, dann drückt er die, tätig schmeißt und über die ab, und dann drückt er die. Dann kann er sein, wo er ging. Dort im Stall, da hat er auch ein Licht im Fenster, und du willst haben, nur das Licht. Und so ist das ab uns Weg in das Leben. Wenn wir Jesus nur folgen, dann brücken wir das Wort Gottes, was unseren Weg hier so bedacht hat, jeder Tag, dass wir können unsere Nahrung durchnehmen, das Wort Gottes. Und was ist unser Ziel? Das ist der Himmel. Dort ist das Licht, wo wir haben wollen. Aber du willst wir gehen. Aber inzwischen brücken wir diesen Latoren, das Wort Gottes, um uns Weg zu bedachen, dort wir nicht wollen handvoll. Wenn wir im Diesteren gehen, dann können wir was im Stich legen, dann können wir über stolpern und voll wir haben, dann können wir uns steuern. Und so ist das in uns geistliches Leben. Wenn wir nicht das Wort Gottes lesen dürfen, nicht horchen dürfen, und ja, so habe ich hier Tipp gekommen, um zu horchen. Und dort ist das Krieg, was wir brücken. Wenn wir dort nicht tun, dann habe ich in uns geistliches Leben handvoll. Dann habe ich uns dort verstorben, dann habe ich war an Orach der Weich anbeten. So daher brücken wir dort. Nun sage ich das hier so in Psalm 119, Vers 92. Du sagst, hey, wenn dein Wort nicht wird sein, mein Trost gewahrst, dann würde ich vergehen sein in meine Weide, in mein Elend.
Sie das schriebe der Herr klar, dass Gottes Wort, dass wir auch sehen Trost in der schwere Dinge. Wir beleben doch mal alle eine schwere Zeit in uns Leben, wo das nicht so leicht ist. Dann kriegt Brück wie auch Gottes Wort. Und ich sage, wenn dort nicht wird sein, mein Trost hier was, dann würde es nicht geschafft haben. Also, wo kann das Wort Gottes uns ein Trost sein? Und dann checken wir nur Jesaja 44, Vers 22. Du sagst, das ist das. Echt du deine Missetaten, so ist eine Wolke verschwingen lassen, und deine Sünden, so ist der Nebel. Dreh dich nur mehr, wenn ich war die erlöse. Das sagt Gott zu uns Menschen. Er sagt, er hat uns vergeben. Wenn wir einen Fehler merken, er hat uns vergeben. Wenn wir noch ankommen, wir erkennen dort, dann hat er uns vergeben. Also das ist Gottes Wort, das ist ein Trost für uns. Hier können wir auch vertrauen. Und ich glaube, mir fällt das rein immer bei, das Vers, wenn ein Nebel ja Samaria ist. Sie das beleben doch wohl noch mal alle, das ist ganz dick Nebel. Aber dann stürzt ihr wieder. Dann scheint es an ganz klar. Und wo wird der Nebel? Verschwungen. Die wir noch nicht. So hat Gott unsere Sünden, sagt er. Er glüht so verschwingen aus dem Nebel. Er bringt hier ein Beispiel. So aus dem Nebel. Also Gottes Wort ist ein Licht auf uns Weg. Sein Gesetz, sein Wort ist uns ein Trost. Und er hat in Jesaja Kapitel 1, Vers 18, du sagst hier auch, dort sind Trostfarsch. Dort ist kein Farsch, was wir wollen fangen, wann wir das Wort Gottes wollen lesen. Wenn man eins wollen wir das Farsch zu fangen, mir ist das sehr interessant. Und das sagst du es dort. Kommt mal, taub, und dann werden wir miteinander vertrauen, sagt Gott. Wenn jene Sinn auch blutrot ist, dann soll der Schnee wird werden. Und wenn sie so hart ist aus Zement, dann soll sie so weg werden aus Wald. Kevi wird betret fängen von unseren Herrn aus dit. Reiche sich, ha wie an den Rehen gedreht, aus Mensch, nicht so? Wir sind immer geneigt, den Arrechter weich zu gehen. Aber Gott raubt uns hier an und sagt, da kommt, wir haben uns mal top dulsa. Und das ist so viel, er sagt, wir haben mal ein Meeting haben. Dann werden wir mal was bereden mit dieser Sache. Sie, mit den Menschen, seine Sinn. Das wird noch so ein großer Sünder sein. Wir wollten, dass die Schächer im Kreuz, hei wie ein Mörder, du wein, dein so arm Kriegskind, besieht Jesus. Hei wie ein Mörder, in Oktoi, aus der ich spuße dei, dass hei zu Jesus reden, hei seh zu Jesus, Herr, denk an mich, wann du ich wasch in den Rex sein. Jesus sagt sie in Hort, hei sagt, dass dieser Mensch, der ist bußfertig, den der, dass seine Leute, was hei gedohnt hat. Was sagt Jesus zu ihm, von der, wasch du mit mir nach dem Paradies sein. Sie, hier wie das im Meeting eigentlich passiert, nicht so, was Gott uns anbeutet. Hei sagt, kommt mal, wenn wir uns mal topdol sagen, wenn wir mal vertrauen. Wenn die Sendung blau-rot ist, dann soll ich neu wett werden. Das wird Gott anbeuten. Und dort erfahr wie, wenn wir Gottes Wort lesen, sie, dann bühen wir den Weg. Gottes Wort, das sind die Wege für uns geistliches Leben. Wir brauchen Gottes Wort. Das schafft nicht anders, wenn wir nicht Gottes Wort hören, lesen, dann wird er euch schaffen, dann darf das schon hieß. Wir haben den Grund, Jesus Christus, wir haben das Wort Gottes, das sind die Wege zu uns hieß. Jesus sagt in Johannes 5,39, siegt mal in der Schrift. Siegt mal in der Schrift. Von der anderen Tag gibt es Menschen, die sagen, no, dort nicht so eine Schrift kicken. Aber Jesus sagt dort, er sagt, siegt in der Schrift. In Apostelgeschichte 17, Vers 1, der ich auf, du habe eine Begebenheit von der Apostel Paulus, heute du Ramreisen in mit nach Meier Bräuter Taub, dann kämen sie du noch eine Stadt, nur Thessalonich, und du wie eine Schaul, ich stamme so für ähnliches das Gebiet von der, die Menschen kämen du am Sabbat Taub, Paulus ging du nähern auch, dann dort heute predigen, heute von der Wut Gottes reden. Du wirst in Gottes Sohn, der horchst du nur, der nimmt das in Acht. Und dann sagst du so, im fünften Fall sagst du, du wirst über den Deutschen Sohn, der euer das. So sie sagen, das wird nie, das kann bin ich. Und dann deuten sie Paulus und dann deuten sie durch Furtgehl. Manchmal haben sie einen Tag durchgeschacht. So dann sich Mana taubrauben, das sagt, loset Volk, also so eine, was Gott im Glauben wählen, was die gleichaltig leben, da können sie fernbrücken für diese Arbeit. Da raubten sie taub, da hitzen sie an,
Und dann kriegt Paulus das Schlag. Dann muss er verloren. Sie sehen um das Wort Gottes an. Das ist ein Grund von Jesus Christus, den nehmen sie nicht an. Dann sage ich das hier so, im Tier in der Farge, dann ging Paulus und Silas, gingen sie wieder, sie kamen bei Berea. Und dann, als sie durchhauen kamen, dann gingen sie du auch weiter in diese Schule lernen, wie irgendeine Schule, wo die Menschen top tun. Und dann da durchprägen. Und dann sage ich das, auf der Farge, nutze mich immer weiter wertvoll, wenn ich das hier lese, sage ich das, diese überwählen Geschäder aus Jana in Thessaloniki, diese wären edler, vernünftiger Kerl sei. Die horchen, was Paulus zu sagen hat, und was deuten sie dann? Und dann nehmen sie die Schrift, dann nehmen sie die Bibel, und dann deuten sie kicken. Stimmt das, was Paulus sagt? Stimmt das? Ja, das stimmt. Wenn es die Propheten von Mose und all die Propheten, die haben noch immer von Jesus geredet. Du kämpfst ein Tag, dann wird ein Messias kommen, dann wird ein Erlöser kommen, und der wird den Raden von jenen sind. Nicht deut Paulus der Predigen, das ist nicht passiert, seht ihr. Und diese Menschen, die kicken nur in die Schriften und dann fangen sie das Krieg so aus. Ja, das stimmt. Und dort habe ich von dir auch. Von dir was auch gefahr, dass man einst was Falsches abkämmt. Du hast ja Angst vor, nicht? Und das habe ich auch gesagt. Aber weißt du, was wir können? Wie darum gleich Fuß weicher an von denen, was da reden. No, wir können den darum so anhorchen. Und dann habe ich unsere Bibel auch da und dann habe ich so ein Stimmt dort, was dein Mann sagt. Das ist dort Wahrheit. Dann habe ich das prüfen, die Bibel als Wahrheit. Alles, was dir in der Bibel ist, dann ist es falsch. Aber wenn es stimmt mit der Bibel, dann darf ich nicht Angst haben. So, dann ist es nicht falsch. Dort wird diese Lieder deuten. Also, sie bieten die Wein und ein geistliche Tüß. Und wie darf auch das dort? Jeder einer kann mit dem Wort Gottes kann sein geistliche Tüß bühen. Wie sollen eigentlich? Ich denke manchmal an den Vers in Johannes 12, Vers 48. Wenn wir denken, wir sollen vielleicht nicht so viel der Schrift tun, dann fange ich das nicht an, dass es ein Tag, dann wollen wir die Tun lernen. Jesus sagt hier in Johannes 12, Vers 48, du sagst, es ist das, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihm richten am jüngsten Tage. Wir reden viel von und Jan da, ja? Wir reden von der Kampf in der Reichstag. Nun sage ich das hier, Jesus sagt, wir andet verachten, indem das heißt, das Wort Gottes nicht annehmen wird. Dort, wo die Bibel sagt, wenn er dort nicht annehmen wird, dann wird er Jesus verachten. Und dann sagt er, der haft den Rechter an. Wer ist der Rechter? Er sagt, das Wort. So, ich denke, und Jandach, dann wollen die Menschen, die von der und nicht dort annehmen, die haben dann die Gelegenheit, die Bibel zu lesen. Wie das sagt Jesus, das Wort, was ich geredet habe, dort wird er entrechten. Okay, wo wird das entrechten? Weil, wie wollen das, dann ist die Zeit zahlt da nicht mehr. Dann sind wir in der Ewigkeit. Jeder Mensch, der das Leben der Rüttschäden, der ist in der Ewigkeit. In der Ewigkeit, du part nicht. Du hast alle Zeit. Du hast nicht da genug. Das bleibt es erst. Also, dann sage ich das hier, wer sie nicht annehmen wird, der hat all den Rechter, das wird. Dort ist der Rechter. So, ich kann das hier so rücknehmen, dann die Menschen, die dort nicht haben, das, ob das zu ihr angenommen, die haben durch die Gelegenheit dort selbst zu lesen, was sie für Gelegenheiten gehört haben. Bis dann ist es zu laut. Aber dann wollen sie dort selbst lesen. Ja, Jesus kam auf das zu ihr, jeder Mensch könnte diese Erradung annehmen, bloß wir haben dort nicht angenommen. Aber die Gelegenheit wir da. Also dann können sie dort selbst sein, die Gelegenheit wir da, und sie haben nichts fertig mit. Die Menschen und die anderen, die wollen nichts haben fertig mit. Wenn sie können du selbst dann nur studieren, wo wir die Sache haben, das sie ihr. Und Jesus sagt, das Wort, was ich geredet habe, dort wird er entrechten und Jan da. Jesus wird dann nur sterben sein. Der Mensch, der verloren hat, der kann sich dort selbst nur lesen. Und dann weiter dort, er hat das, ob das sie ihr bloß nicht angenommen. Du wen sagt Jesus, siegt in der Schrift, wenn du es dort leben werden. In der Schrift, du es dort leben werden. So, wir haben nun die Flur in die Wehen. Also die Radung annehmen, zum Glauben kommen, dort wo das Wort sagt, und dann das Wort studieren. Sie dann über uns gässliche Tüß. Was ist das Nächste, was da kommt? Das ist das Dach. Und hier spricht doch ein Dach. Dort ist das Gebet. Sie, wir haben hier Feuer gehen. Erst ist Glauben, dann ist Gottes Wort, und dann ist das Gebet.
So ein Christ ohne Beten, der wird nicht bestohlen bleiben. Ein Hüs ohne Tag, sehe wie ich das so nicht vor. Ne? Das ist uns klar. In ein Christenleben ohne Beten, das so nicht vor. Das schafft Gott. Die Bibel redet uns auch klar von, wie sollen beten. Wir haben im Alten Testament von Daniel. Daniel wie ein Mann, wo er wie Wache führt von seinem Tüß, von seinem Land. Er muss dort aus dem Sklo, aus dem Arbeiter dein, wie den König. Und dort Land, dort läuft überhaupt nicht an Gott. Aber Daniel, jo, er hat in Gott vertrauen, er wandelt mit Gott. Wir haben unsere Botschaft gegeben, ein Wandel mit Gott. Daniel, wir sagen, er wandelt mit Gott. Und er hat ein Gebetsleben. Das sagt uns, in Daniel saß, dort Daniel hat er dreimal in Tag, dort hat er ein Port gehen, und dann hat er seine Knie fallen. Und das sagt er so, er betet, er lobt, er dankt seinen Gott. Kriegt es er immer dort. Daniel wird oft gesagt worden von dem König, von seinen Mitarbeitern, sie haben gesund, habe ich hier nicht. Wer dort war, den wo wir in die Gruben anschmieden, wo die Left sind. Und Daniel hat er dort danach. Er wusste, was mit ihm wird passieren, aber hat er dort danach. Hat er beten. Dreimal da, er hat seine festgesagte Zeit. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Ding, wenn wir unsere festgesagte Zeit haben, dann gehen wir beten. Und wir können das über den Tag immer tun, bei der Arbeit, beim Spielen, beim was immer wir tun, wir können zu Gott beten. Er hört uns. Sie, aber das Daniel, hat er dort, hat wie einer ein Gebetsheld kann sein. Er hat es sehr klar, wenn er will mit Gott wohnen, dann muss er auch beten zu denen. Dann muss er in Gemeinschaft sein mit denen. Und ich glaube, die wollen das auch mal. Wenn die mit uns einen Tag nicht wollen Gebet haben, wo lade ich dort es, wo vertrübelt so ein Tag es, wo schwach sie wie sein in uns geistliches Leben, wo wen? Wir haben nicht gebetet. Vielleicht haben wir noch keiner der Erfahrung gemerkt, und dann dauert das gleich. Aber das wird passieren. In Markus Kapitel 13, Vers 32, da sagt Jesus, er sagt, von der Stunde, wenn er was wahrer kommt, du weißt keiner Arm, nicht mal der Engel im Himmel, auch der Sehen nicht, bloß der Führer. Aber er sagt, seid du nur, dass die wollen Werk sein und dass die wollen beten. Seid du nur, sagt er. Sie, da braucht eine Anstrengung. Gehen beten, das hat gar nicht versetzt. Zeit spenden im Gebet, das hat gar nicht versetzt. Da braucht eine Anstrengung. Aber Jesus sagt, dort, wenn es wie bei den Himmel, wenn er Jesus wahrer kennt, und er sagt, wenn wir nicht wollen, das Feuerding haben, dann ist es so wie Schluck. Er sagt, dort beten, seid ihr nun. Er sagt, kriegst du einen Mensch, wo du seine Arbeiter, seine Hüse überleut und wird, und er hat verloren. Und er bestellt, dass sie sollen alles fern noch abposten, der wird bitte der Apostel, der soll auch werken. Und dann sagt er, kriegst du soll die dort, die sollen werken. So ist, wenn die in anderen seine Hüse bewerten dann. So soll wir uns geistliches Leben bewerten. Das ist wichtig, dass wir werken dann über uns Leben, dass wir das in Acht nehmen. Dann sagt er in Epheser, Kapitel 6, Vers 18, du redest davon, wir sollen auch für andere beten. Erstlich sagt er, redet davon flehen. Flehen, das meint eigentlich Gott prachern. Das sagt, dort zu alle Zeit beten, für alles, mit Bitten und Flehen, sagt er. Da meint Pracherin. Und wir sollen werken. Wir sollen unhold sein, du Herr. Unhold bleiben. In Lukas 18, da vertelt Jesus eine Geschichte von einer Früh in ein König. Diese Früh, dort wie eine Wirtfrüh. Und sie kam nur dessen, eigentlich wieder ein Rechter. Ein, ja, der soll ihre Sache mal haben, entscheiden. Und das sagst du in Lukas 18, dass das Rechter dort wie ein hoher Mann, er kümmert sich nicht um so eine kleine Ding, er gleich geschädigte Ding zurecht, nicht so eine, wo eine Wirtfrüh noch am Schein. Dann sagst du, aber diese Wirtfrüh, die kam immer wahrer noch am, immer wahrer. Und dann schließlich sagst du, well, dann wollte ich den mal hauen. Dann wollte ich mal nur den Harch, dann wollte ich den mal mit ihrer Ding hauen. Wenn es die Kämpfer immer wahrer, die ist so unholend,
Da das zu meinen Augen wollen, mit deinen Heiworte da mal haben. Und dann sagt Jesus, kreit so als Gott. Wir können mit nur am immer wahrer gehen, in immer wahrer. Und dann wird er uns haben. So, ich habe mir gesagt, eigentlich in dem Fall lehrt Gott uns ein bisschen schlimm, nicht? Wir gleichen auch nicht, wann unsere Kinder schlimm. Aber in diesem Fall sagt Jesus, blieft unhold. Fragt Gott immer wahrer, dann wird er ihn dort geben. Sag ihm, was wir nur sehen wollen, nur frieren. Er wird uns nicht in den geben, was nicht fern ist für uns. Kriegst du es, wie wenn wir unsere Kinder, dass vielleicht auch sehr der Tieren wollen, dann fragt dort nur ein Bäcker, jetzt kennt er. Dann wollen wir das nicht geben, nicht? Wenn wir wollen, dann wollen wir bloß euer wollen. Wir wollen das nicht geben. Kriegst du das Gott? Er wird uns gottet, wird uns nicht gottet. Und du nur jäfft er uns. Aber wir sollen am frieren. Wir dürfen am frieren und wir können am unhohen frieren. Das sagt die Bibel uns. Dann sage ich das in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1, Fürbitte. Fürbitte, das meint, dann darf ich für einen anderen Mensch beten. Vielleicht für eine Schwester, einen Bruder, oder für die Eltern, oder die Kinder, oder die Nuba, ist vielleicht krank, oder die einer lebt vielleicht so glückaltig. In uns ist das schwer, wir sollen das dort nicht schaffen, das dort, da wird das verloren gehen. Fürbitte, das meint, dann darf ich für einen anderen beten. Wir dürfen den anderen eigentlich vor Gott bringen, in Frieden Gott, was heute in der Welt hau. Das sagt dann in 1. Timotheus, der 2. Kapitel. Du sollst wie beten, für andere beten, und wir sollen auch Gott danken. Ich glaube, das sollte immer be sein, wenn wir nur Gott kommen, dass wir ihm auch danken. Wir sollen nicht bloß immer freuen. Wir sollen ihm auch danken für seine Führung, für seine Segnungen. Wir haben doch alle all viele Segnungen erfahren. Dann sagt er doch für die Könige, das meint für den Präsidenten, für die Obrigkeit, dort die wollen reich regieren, um dort wir können. Und das sagt dann ruhig und stellt Leben führen in alle Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dort gleich wie, nicht so? Wir gleichen ein ruhiges Leben, wenn der Traum uns ruhig ist. Aber das sagt, wir sollen noch ein gottseliges Leben führen. Sie wie als Christen, wir sollen in so ein Leben führen. Und da zu sein ist, wir haben diesen Grund, Jesus Christus. Wir haben den Weg, wir dürfen die Bibel lesen und wir haben ein Gebetsleben. Das sollte rüttachen, wenn er sagt, in Gottseligkeit. Und ich denke, wir fangen an unsere Kolonie hier. Also, was wir in den Weg nehmen, dass wir das Wort Gottes. In der Tag, dort ist das Gebet. Wenn ich denke an unsere Kolonie hier, all die deutsche Kolonien in Mexiko oder hier in Chihuahua, wir bekennen uns als ein Christenvolk. Nicht so? Nicht als ein und der andere als ein Christ, sondern als ein Christenvolk. Wo wen, was sagt das, wen sind die meisten großen Menschen, die sind getauft. Die sind in der Gemeinde. In der Bibel, da lehrt das so, dort sind Christen, wer das von Horten der, nicht so? Das sagt in Apostelgeschichte 2, die Leute sich taufen, und die dann das Wort Gottes lesen, die dann beten, das sagt der Ola in dessen Vers. Ich werde noch einmal lesen, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 47, like acid. In den Vers fangen wir das Feuerding, die Feuergeh. Hier schlägt der 41. Fall, sagt, sie nehmen das Wort an, also sie kommen zum Glauben. Und dann sagt er, sie blieben beständig in der Apostellehre, da meint in Wort, Wort Gottes, sie bleiben beständig dran, sie rechten sich da nur. Und dann sagt er, und im Gebet, sie, diese, die leben da an. Und nun führt uns nach ein Ding, nur das in der Gemeinschaft. Aber drei hier nur unsere Kolonien, würde ich wohl sagen, wir teilen uns aus einer christlichen Kolonie, können wir sagen. Aber ich denke dann, wenn Gott draufkickt, ob diese christliche Kolonie, die Bibel sagt, in Christus ist es ein Licht in der Welt. Sieh, das sagt es in Matthäus. Wir sind in Salz, sagt es, in ein Licht, das ist ein Licht. Wenn Gott nicht draufkickt, seht ihr die ganze Kolonie, wenn das so ist, was wir uns bekannt, dann wurde die ganze Kolonie dachlos. Sieh, wenn das sind alles Lichter. Wenn die ganze Stadt ihre Lichter angeschwitzt, ist das Dach so. Nicht? Von wieder auf das ein Dach erschien. Und jetzt mein Wunderfärben. Seht Gott uns aus dem Dach erschien, du, aber seht ihr bloß einzelne Lichter, du mag. Sieh, das ist eine Frage, was wir uns freuen können.
Vi bekjenner oss som kristen, dag videre nok. Os kristen, det sender bloss einzelne. Min gebet at vi må gåns dag, jidra øyne, jidra mensch, hvor sig har fluten taufen im Glauben, det er det du ernst nært. Se, jeg har Jesus angenom, jeg er zum Glauben gekom, jeg leser Gottes Wort, jeg fyrt en Gebetsleben. Nu sag ich das hier so nach der Apostelgeschichte 2, Vers 42 und in der Gemeinschaft. Ich sehe dir schon Anfang in Hüßbrück, das ist ein Feierding. Der Brück den Grund, die Flur, die Wege, der Tag in den Möble. Das ist die Gemeinschaft unseren Onder. Wir brücken aus Christenbrück wie Gemeinschaft unseren Onder und dort sind die Möble in das geistliche Hüß. Sie, dort brücken wir aus Christen. Durch ohne Möbeln ist ein Hüß nicht vorig, in ohne Gemeinschaft ohne Onder, dann ist ein Christenleben auch nicht vorig. Da brücken wir alle. Wir brücken einmal zum Glauben kommen, wir brücken dort wie Gottes Wort lesen, dort wie Gebetsleben führen und dort wie mit anderen Kindern Gottes Gemeinschaft haben. Spazieren voreinander, wie das applaudiert, ja? Wir fahren spazieren. Gleich im Sinn nach so, es kriegt sich die von der sein. Ich nehme nur das, dann spazieren wir noch. Ich denke, einer oder andere hat vielleicht das Problem, Glück rührt, nun fahrt ich in den Hüß. Und ich habe ich immer auch das Problem. Ich bin so menschenscheu. Und ich weiß nicht, was soll ich sagen. Ich sage, der andere, bitte ich euch, die bleiben ein bisschen stehen und die vertrauen, aber ich weiß nicht, was soll ich da sein. Und ich rede nicht für selbst. Ich sage mal, ich sage so, dass ich immer in der Stadt aber groß ein Pietje, da können Kinder abkriegen, wo das Deutsch nicht. Da müssen sie dann Senden anstatten, dann fängt das an, ja. Sie, ich sage nicht, die wollen für selbst reden. Wir machen sie meistens schon Senden an, dann fängt das nach an. Das ist ein Meier. Der andere, der hat ganz für selbst, nicht? Den geht meist nicht zu brechen. So verschieden sind wir. So hat Gott uns gemerkt, wir wollen wir danken für. Aber ich habe mit uns erfahren, wenn ich auch stehen bleibe, da braucht eine große Anstrengung. Aber wenn man eins, dann kann ich auch noch was sagen, dann passt es noch nicht mal bei. Aber ich will auch du Mang bleiben, Mang dieser Gesellschaft, dieser Gemeinschaft. Ich sagte, dort fehlt mir. Und von da an ist das für mich ein großer See, diese Gemeinschaft da haben. Da könnte Gottes ihr sein, hör auf mich, ihr Haupt, du. Sicher sind noch nicht über alle Bäume, ich meine, haben wir anstrengend. Aber über den Brücken soll nicht mal ein Cent anspielen. Sie können nicht auch für selbst verteilen. Und ich glaube, wenn einer oder andere das soll so gehen, ich spreche die Motto, bleib hier und spazier. Und Christ braucht Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft untereinander. Und über dem kriegen wir Vertrauen untereinander. Und dann haben wir noch mal an so schwere Dinge mit euch. Sie sind das Haupt an so viel. Nächstes Mal kommt er uns, dann erbüben uns. Oder wir vertrauen vielleicht bloß von uns Korn und Hua, was immer das ist. Aber spazieren brauchen wir. Wir brauchen Gemeinschaft. Auch Lied untereinander. Ich will in Motto sprechen. Dort spazieren. Ich sage immer ein paar Lied, die machen spazieren. Wenn die von Tüß fahren und die sind 100 Kilometer gefahren, noch auf keiner wird gesagt, dann zum wird erreicht bei der Lied. Die Morgen wird sein und andere. Die können vielleicht die Früh sagen, guck mal, sagst du das Fährhol du? Oder die Morgen sagst, hast du diesen Stabockel betrachtet? Guck mal, jedes Mal, wenn ich fahre, die weiß so. Die machen something vertan. Die machen spazieren. Ja, Lied und andere machen spazieren. Vielleicht macht einer der anderen sich das noch lehren, aber lehrt ihn doch. Spazieren, Geschäft verteilen, das sind Seen, und das geht schön. Und dann wird das gästliche Hüß, wird dann vorig, das ist die Gemeinschaft. Die Möbeln sind dort in Bern. 1. Korinther 10, Vers 16. Du sagst, das haben sie hier eigentlich von oben mal, aber das sagt, der gesehene Kelch, der Wein, wird am oben mal, wird gebrückt. Es ist dort nicht die Gemeinschaft und das Blut Jesu Christi, also die Wein am Obenmol, der bedient so viel, dass wenn ich den Wein nehme, der Juice, was immer gebrückt wird, dann darf ich damit bekannt, dass ich sein mit Jesus ungeknackt. Sieh, du hast nichts zwischen mir und Jesus, das ist ob. Mir sage ich das hier so wieder, das Brot, dort wie Brecken, es ist dort nicht die Gemeinschaft von den Lief Christi, die Lief Christi, das sind alle Kinder Gottes. Sie wollen wieder das Brot nehmen, denn da wird du mit sein, dort ich auch mit meiner Gemeinde habe ich Gemeinschaft. Sieh, du hast auch du nicht. Zwischen Gott ist das ob und zwischen Menschen ist das ob. Ich habe Gemeinschaft. Dort sei wir am Obenmal, wenn wir zum Obenmal tun, dann da wird das beides bekannt. Und dort wird was sein. Bloß mit dem das tun, sag ich das Wort, dann lässt du mit sein,
sieht zwischen mir und Gott als das Up, zwischen mir und meinem Mensch als das auch Up. Sie erkennt die Gemeinschaft haben. Du hast nichts zwischen. 1. Johannes 1, Vers 7, da sage ich dort, wenn wir im Licht wohnen, so ist heu im Licht erst, nämlich Jesus, wenn wir auch so im Licht wohnen, dann habe ich Gemeinschaft untereinander und Jesus sein Blut, Gott sein Sehen, du merkst dann das Reden von allen Sehen. Sieh, da sage ich, wenn wir sind in Christ, dann habe ich auch Gemeinschaft untereinander. Dann habe ich zu tun mit uns Nachbarn, uns Freunden, die Schwestern, Eltern, wie immer das ist, wo wir Gelegenheit haben, und da wir können zu Zeit schieben, können aufschieben, und dann habe ich Gemeinschaft untereinander. Und das sage ich den 1. Petrus 5, Vers 9, wir sollen gottfried sein. Sieh, wenn wir am Hof kommen, was sagen wir dann? Oh, wir sind einmal hier. Oder? Freuen wir uns nicht auf Jas, kriegen wir nicht, wir sind gottfried. Sieh? Wir freuen uns für Jas. So soll wir sein. Und Wort Gottes nur, dann soll wir so dort sein. So, wir haben ein Klimat betrachtet, Feuer geht, das ist gleich im Ding zu holen, nicht so? Wir fühlen uns hier nach dieser Gemeinschaft handgeschrieben. Gemeinschaft. Erstlich, ein Mensch muss zum Glauben kommen. Er muss Jesus annehmen aus seinem Radar. Dann merkt er am Tintchen Gottes. Dann muss er, wenn er dort ist, schafft, dann muss er Gottes Wort lesen oder hören, wo er Gottes Wort kommt. Er muss ein Gebetsleben führen. Und er hat Gemeinschaft haben mit seinen Mitmenschen. Dann darf das ein Vorgeht geistiges Haus. So schön es da ein Ding fehlt, das nicht vorrichtet, wie beten nicht fehlt, dann kann Satan hier so durchschauen. Sieh, dann kann er mit seinen Pfeilen hier in uns Leben lernen, ans geistliche Haus, und er kann uns beschädigen. Er kann vielleicht diese Wand von dir, wo nicht gebetet wird, durchschauen. Und dann hebe ich ab mit Gottes Wort lesen. Sieh dann, dass das Haus gleich vor dich. Dann wird er auch versuchen, den Grund wach zu kriegen. Sieh dann, mit einem Wort, ein Mensch zwiebelig, sondern ich über Herzen Christ. Wo weh? Wenn es auf ein von diesen Dingen, hoffe ich nicht. Und so schön es ein von diesen Dingen fehlt, dann ist das Haus nicht vor dich. Und dann sagen wir in Gefahr, Not zu lassen, und sagen wir in Gefahr, dass wir wollen aufwägen von der Wahrheit und wir leben nicht mehr in Wandel mit Gott. So wie sollen du nur sagen, dass diese Feuerding durchschlich passiert sein und dass die vor euch blieben. Und dann kann Gott uns sehen und so dort. Und ich habe ihn gesehen, der Wandel haben mit Gott.